Ja, hallo, schön, dass ihr wieder hier eingeschaltet habt auf meinem Videokanal. Es geht für mich wieder los. Ich fahre nach Afrika und ich möchte euch einfach mal zeigen, was ich mitnehme. Was packe ich denn ein, wenn ich auf Fotosafari gehe? Und das möchte ich tun in diesem Videoblog. Stelle euch einfach mal das Equipment vor, das ich mitnehme und erzähle euch vor allem, warum ich es mitnehme. Gut, fangen wir mal an. Was werde ich unten machen? Ich werde fotografieren, ich werde filmen. Also brauche ich Kameras und da habe ich genau ich habe 4 Kameras dabei. Einmal meine ganz normale 7R2. Die habe ich dabei, ja, für die Landschaftsaufnahmen, für die Astroaufnahmen, generell für Porträt-Fashion-Aufnahmen, die wir machen werden. Und ja, wenn es ein bisschen schneller wird, wenn die Motive sich schneller bewegen, da bin ich mit der anderen Kamera besser aufgestellt. Deswegen habe ich hier noch die kleine dabei, und zwar die 6300, weil hier ist der Autofokus deutlich, deutlich besser. Ich hatte ja gehofft, dass ich nicht die mitnehme, sondern dass ich die 7R3 noch mitnehme, aber leider, leider, leider. Haut es wahrscheinlich wirklich so um 1-2 Tage nicht hin. Denn die werden wahrscheinlich erst ausgeliefert, wenn ich schon im Flieger sitze oder wenn ich schon in Namibia bin. Wenn ich viel Glück habe, drückt mir mal die Daumen, vielleicht klappt sie doch noch. Aber unwahrscheinlich, aber, sie kommen trotzdem nach Afrika, weil ich bin ja ein bisschen länger unten und zwischendurch kommt noch die Leni runter. Ja, und die bringt mir die Kamera da mit. Also auf der zweiten Hälfte werde ich dann weniger die 6300 als dann die neue 7R3 testen. Was ich noch mit dabei habe, auch zum Fotografieren von schnellen Objekten sehr gut geeignet, ist die RX10. Hat das gleiche Autofokussystem wie die A9, also auch sehr, sehr schnell. Was ich aber mit den beiden Nicht-Vollformat-Kameras vor allem machen werde, ist auch filmen. Das heißt, ich werde wieder viel filmen, Making-of filmen für euch, ich werde Vlog filmen und. Und dafür werde ich die beiden Kameras dann hauptsächlich verwenden, also zum Fotografieren fast ausschließlich die 7R2, außer bei wirklich sich schnell bewegenden Objekten. Und die beiden anderen Kameras so als Backup für Action-Szenen und eben vor allem zum Filmen. Würde ich jetzt nicht auf einen Workshop fahren, würde ich da ja keine Tutorials machen, dann würden mir 2 Bodies natürlich reichen. 2 Bodies würde ich für sowas wie Safaris auf jeden Fall empfehlen, einfach, dass ich flexibler bin. Da kommen wir dann auch gleich zum nächsten Punkt, Objektive. Flexibel ist wichtig, gerade wenn ihr Tiere fotografiert, weil ihr wisst nie, steht der Elefant jetzt 5 Meter vorm Wagen oder steht er 50 bis 100 Meter vorm Wagen. Das heißt, ihr müsst hier reagieren können und deswegen mache ich es ganz gern so, wenn die Möglichkeit besteht, dass ich hier einfach mit 2 Kamerabodies arbeite. Und so werde ich es auch tun. Das heißt, ich werde die lange Brennweite auf die 7R3 drauf machen und die kürzere dann auf die APS-C-Kamera. Was habe ich an Objektiven dabei? Also ich schätze, dass ich den Großteil aller Bilder mit 2 Objektiven machen werde. Und zwar ist es das 24-70-28 Allrounder für alles, was Landschaft, aber auch viel Tier angeht, kann man damit wunderbar machen. Und als zweites für die Tierfotografie brauche ich natürlich lange Brennweite. Letztes Jahr hatte ich das 70-200 dabei, 2.8 mit dem Zweifachkonverter. Jetzt habe ich das 100-400 dabei, auch ein extrem scharfes Exemplar, Objektiv. Und da freue ich mich schon drauf. Habe das zusammen schon mal mit der A9 getestet und war echt sehr, sehr angetan von der Bildqualität. Und wenn ich die beiden Objektive drauf habe, da habe ich eigentlich fast alles abgedeckt. Und ihr seht, es stehen auch nur noch, muss ich sagen, 2 weitere Objektive hier auf dem Tisch. Und das ist so eine kleine, ja, das sind so Spezialobjektive, die brauche ich für besondere Einsatzgebiete. Das eine ist das Voigtländer 10mm 5,6, ein Objektiv, was extrem weitwinklig ist mit 10mm, was einem einfach andere Sichtweisen ermöglicht. Ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn ihr unterwegs seid, so wie wir zum Beispiel, wir sind im Deadfly, da gibt es Millionen Bilder online. Und ich versuche immer, andere Perspektiven zu finden, andere Standorte oder eben mal extremere Brennweiten, um
bekannte Orte, die schon oft fotografiert worden sind, vielleicht mal in einem anderen Licht darzustellen. Deswegen habe ich diese extreme Brennweite dabei, ist auch gut, weil sie verzeichnet so gut wie nicht. Das heißt, die Linien bleiben gerade, es ist also kein Fischei, sondern es ist wirklich das Ultraweitwinkel. Das zweite ist auch ein Weitwinkel, das seht ihr hier. Es stellt sich die Frage, warum noch ein Weitwinkel? Das ist das Tokina Firin 20mm F2. Und das Objektiv habe ich eigentlich hauptsächlich, natürlich auch für Landschaftsaufnahmen sehr gut geeignet, aber hauptsächlich habe ich es dabei für die Astrofotografie. Denn in der Astrofotografie brauchen wir eins, und das ist möglichst viel Licht, das in unser Objektiv fällt. Das heißt, je offenblendiger hier das Objektiv ist, umso besser ist es. Das hier hat eine Anfangsblende von 2,0. Das ist schon ein sehr guter Wert. Ich habe andere Objektive, die fangen erst bei 2,8 an. Das ist aber die doppelte Lichtmenge, die dieses Objektiv hier reinlässt. Der Sprung von 2,0 auf 2,8 bedeutet doppelte Lichtmenge. Bedeutet zum Beispiel, dass ich jetzt vielleicht nicht 30 Sekunden belichten muss, sondern nur 15. Was in der Astrofotografie Welten sind. Und deswegen ist die Anfangsblende ganz, ganz wichtig. Wichtig ist natürlich, dass das Objektiv damit auch zu verwenden ist. Und das Firin ist sehr, sehr scharf, schon bei Blende 2. Deswegen, das ist meine Wahl für die Astrofotografie. Ja, das war das eigentlich, was ich an... Also ich habe eine vergessen. Seht ihr die? Orange, praktisch, quadratisch, gut. Ja, ich habe eine Sofortbildkamera dabei. Die habe ich allerdings nicht dabei, um damit Landschafts- oder Tieraufnahmen zu machen, sondern ich werde auch ganz, ganz hoch in den Norden fahren, der touristisch eigentlich so gar nicht erschlossen ist, werde dort vor allem mit der Bevölkerung zu tun haben, werde in die Dörfer fahren, dort Bilder machen und ich habe mir gedacht, wenn ich dann schon Bilder mache von irgendwie den Kids oder sonst irgendwas, dann kann ich denen doch gleich auch Erinnerungen dalassen in Form von Bildern und nachdem ich keinen Drucker mitschleppen möchte, ist das Thema Sofortbild hier mit Sicherheit eine gute Sache und ich hoffe einfach, ich denke mal, dass die Kids sich darüber freuen werden. Gut, was haben wir noch für Themen? Ich bin ja erst 2 Wochen mit der Workshop-Rundreise unterwegs und dann nochmal 2 Wochen, um Land und Leute und verschiedene Lodges zu fotografieren. Wir werden während des Workshops auch ein Fashion-Shooting machen. Ich freue mich hier schon sehr drauf. Ich habe ein Model aus Namibia, die Vara. Mit der werden wir mitten in der Wüste auch wieder ein Fashion-Shooting machen. Aus dem Grund steht hier zum einen ein Blitz, denn wir werden wieder die schöne namibianische Sonne mit dem Blitz kombinieren. Ich habe diesmal hier den Profoto B1X. Ich bin ja komplett umgestiegen auf Profoto, was meine Studioblitzanlage angeht, und habe mir jetzt eben auch hier den Party dazu geholt, den passenden. Und der Party ist eins, nämlich extrem robust und zuverlässig, und er ist auch sehr leistungsstark. Hat nur 500 Wattsekunden. Da kommt aber mit diesem Magnum-Reflektor hier ungefähr gleich viel raus wie aus manch anderem 600 Watt Party. Von daher ein sehr, sehr gutes Gerät und er lädt schnell nach, hält lange mit dem Akku. Also für unterwegs ein sehr, sehr gutes Gerät. Natürlich noch einen zweiten Akku mit dazu. Und was wäre ein Model ohne Outfit? Und deswegen ganz, ganz an der Stelle ganz, ganz liebe Grüße nach Österreich an die liebe Susanne. Susanne Wenger von Fun Art Graziadei. Ich spreche es wahrscheinlich wieder komplett falsch aus. Die liebe Susanne hat uns auf jeden Fall wieder 2 wundervolle Outfits geschneidert, die ich mit nach Namibia nehme. Das eine seht ihr hier schon hinter mir stehen, rot mit dem roten Lack. Oberteil dazu, da freue ich mich schon sehr drauf. Und dann habe ich noch ein blaues dabei, das habe ich jetzt noch nicht ausgepackt, weil ich es für den Transport möglichst original verpackt lassen wollte. Also wir dürft euch wieder freuen auf außergewöhnliche Bilder, auch die ich wieder mitbringen werde aus Namibia. Und nochmal, wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank, Susanne, dass du uns die tollen Outfits gemacht hast. So, was liegt hier noch auf meinem Tisch? Was ist noch wichtig? Was ist wichtig? Stabilität. Das heißt, Stative sind wichtig. Ich habe hier die beiden Gizzo Traveler Stative liegen. Warum 2? Ganz einfach, weil ich halt auch Making-of-Filme machen muss, während ich fotografiere. Das heißt, wenn ich das Stativ brauche zum Fotografieren, dann
habe ich halt hier die Möglichkeit, auf dem zweiten Stativ zu filmen. Oder dann, wenn die zweite Kamera, die zweite 7er unten in Afrika ist, die Sternenaufnahme mal mit einer Kamera Timelapse machen, mit der anderen Kamera die Bilder machen und. Deswegen, ich habe den Platz, brauche eh wegen der Kleider zwei Koffer, deswegen kann ich mir es auch leisten, hier zwei Stative mit einzupacken. Ein kleines habe ich auch noch dabei, braucht man immer mal wieder, um eine Making-of-Kamera zu platzieren oder. Auch wichtig, Stabilität, Bohnensack, der ist natürlich, ich verwende hier logischerweise ungefüllte, die gibt es auch zu gefüllt zu kaufen, finde ich natürlich Schwachsinn, weil dann müsste ich ja irgendwie, keine Ahnung, 3 Kilo Reis oder Bohnen oder was noch mit runter in den Koffer packen. Der ist leer, der wird hier so auf die Autoscheibe gelegt, wenn er dann mit Reis gefüllt ist, hier oben ein Kunstlederaufsatz, dass eben auch eine lange Brennweite gut drauf liegt. Das sorgt mir dann für die nötige Stabilität bei den Teleaufnahmen. Denn man glaubt gar nicht, wie schnell man bei 42 Megapixel Auflösung so ein Bild verwackelt, selbst bei kürzeren Verschlusszeiten. Deswegen, Stabilität ist alles und deswegen hier noch der Bohnensack. Was haben wir dann noch? Da unten drunter liegt dann noch ein Sunmover. Das ist ein Silberreflektor von California Sunbounce, auch für die Fashion-Shootings. Wir werden noch mehr Shootings unten machen. Ich habe mich verabredet mit Ys, einer bekanntesten bekannteste namibianische Musiker. Mit dem werden wir ein cooles Shooting machen und. Da werden wir in Windhoek unterwegs sein. Da will ich nicht mit Blitz rumlaufen. Deswegen hier nochmal der Reflektor, um hier dann manchmal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen sozusagen. Dann habe ich meine Filter dabei. Einmal Schraubfilter, einmal von Coquin. Ein Filterset, zwar Grau-Verlaufsfilter, auch für Sonnenuntergänge sehr praktisch. Was habe ich an Filtern dabei? Ich bin ein Fan von weniger ist mehr, auch vor allem bei Filtern. Ich brauche weder ein Skylight noch ein UV noch ein sonst irgendwas Filter. Was ich aber brauche, ist ein Graufilter, um Langzeitbelichtung bei Tag machen zu können. Was ich auch brauche, ist ein Polfilter, um die, wie ich hoffe, vorhandenen Wolken am Himmel noch ein bisschen stärker rauszuholen. Also die beiden Filter habe ich für meine Objektivgrößen mit dabei. Und das war es an Filtern. Und der Rest, der hier liegt, stimmt nicht ganz. Ein was habe ich vergessen, nämlich diesen großen grauen Karton. Ich habe die Drohne mit dabei, denn ich möchte nicht nur aus der Luft filmen, sondern ich möchte auch Fotos machen und dazu habe ich die Drohne mit dabei, mit einem Lichtschutzhaube für das iPad, die Akkus, wie ich es in einem Drohnenvideo schon gesagt habe, hier im Lipo-Bag und das ist das. Und jetzt kommen wir aber zu dem Rest, der Rest, der hier liegt. Und das sind alles Sachen, die ich für die Astrofotografie brauche. Also Stative hatte ich ja schon gesagt. Was habe ich hier noch? Ich habe einmal eine Stromversorgung, das ist ein Akku-Pack. Da habe ich auch einen Adapter für meine Kamera, also mit dem Akku-Adapter sozusagen, dass also die Kamera auch mal länger am Stück möchte. Wenn ich zum Beispiel eine Timelapse machen möchte, ist es sehr, sehr gut, um hier die Kamera ausreichend mit Strom zu versorgen. Und dann habe ich noch ein paar Sachen dabei, die ich vor allem mal ausprobieren möchte. Es wird nicht ganz leicht mit dem Kameraden hier. Das ist ein sogenannter Tracker. Denn ich habe das Problem, dass ich nicht allzu lang belichten kann, bevor aus den punktförmigen Sternen Striche werden. Und mit so einem Tracker, wenn man ihn richtig ausrichtet, ist es möglich, halt diese Sternbewegung nachzuführen sozusagen. Das heißt, ich kann viel, viel länger belichten und meine Sterne bleiben trotzdem Punkte. Die einzige Schwierigkeit ist, es gibt im Süden keinen Polarstern. Hier gucke ich hoch und ich sehe ihn. Also wenn es mal besseres Wetter ist wie heute. Im Süden ist der Stern fast nicht erkennbar. Aber ich werde es mal zum Üben austesten. Ich werde es mal mitnehmen. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt. Wir werden es sehen. Da gibt es dann dazu noch den passenden Polsucher, um das, also ein Vergrößerungsfernglas sozusagen, um das wirklich zu finden. Und was man auch braucht, eine Stirnlampe. In dem Fall eine Stirnlampe, die eben auch Rotlicht hat.
Ganz wichtig, dass das Auge die Dunkeladaption nicht verliert. Ich muss aber trotzdem meine Kamera bedienen können, deswegen ist so eine Rotlichtlampe sehr, sehr wichtig. Und dann habe ich noch zwei Sachen dabei, die möchte ich wirklich mal austesten. Das ist eine Batterienaufmaske. Schwierigkeit ist, bei Nacht zu fotografieren. Und mit dieser Mustermaske sozusagen wird ein Kreuz auftauchen. Und wenn dieses Kreuz genau über dem Punkt ist, dann habe ich richtig fokussiert. Auch hier bin ich gespannt, wie es funktioniert. Habe ich hier noch nicht Zeit gehabt, das auszuprobieren. Und was ich noch dabei habe, ist ein Astrofilter. Und zwar ein Astrofilter, der die Lichtverschmutzung herausfiltert. Es wird in den meisten Bereichen, wo wir unterwegs sind, also im Dark Territory, also mitten in der Wüste, nicht notwendig sein, weil da gibt es keine Beleuchtung. Aber wir sind ja auch in Städten und da möchte ich es mal ausprobieren, wie der Effekt ist, weil hier Sterne zu fotografieren, ja, es geht, aber wenn ich es hier rausschaue, alles grau in grau, lauter Wolken, unten habe ich den tollsten Sternenhimmel, da kann ich so Sachen eben mal gut ausprobieren. Besonderheit hier, der wird nicht aufgeschraubt, sondern der kommt in den Strahlengang quasi zwischen Sensor und Objektiv, wird einfach eingesetzt in die Kamera. Ich werde berichten, wenn ich es ausprobiert habe. Und das Letzte, was hier noch liegt, auch ein wichtiges Tool, vor allem für die Astroaufnahmen, ist der MIOPS-Trigger. Da habe ich auch zwei dabei, weil wie gesagt, kann sein, dass ich parallel mit zwei Kameras arbeite, weil ich kann hier sekundengenau die Zeiten eingeben. Das heißt, ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Aufnahmereihe schießen will vom Nachthimmel, von den Sternen, um sie später stacken zu können, kann ich hier sekundengenau die Belichtungszeit eingeben, bin also nicht an 15, 20, 30 gebunden, sondern kann auch 17, 18, 23 machen, was ganz sinnvoll ist, um wirklich die maximale Zeit auszunutzen, wo die Sterne noch keine Striche bilden. Und ich kann vor allem sagen, wie viele Aufnahmen und wie viel Pause dazwischen sein soll. Das heißt, ich stelle das Ding einmal ein und dann kann ich schön gemütlich mich auf die Terrasse setzen und Gin Tonic trinken. Ganz, ganz sinnvolle Geschichte. Und natürlich logischerweise auch für das Thema Timelapse-Aufnahmen und. Dafür habe ich den mit dabei. Was würde ich jetzt mitnehmen, wenn ich jetzt nicht auf Workshop fahre oder wenn ich jetzt nicht unten noch so viel fotografieren müsste? Ich hätte ähnlich viel dabei wahrscheinlich. Also ich hätte natürlich nur ein Stativ dabei, ich hätte nur zwei Kamerabodies mit dabei. Ich bräuchte nicht hier für die Profotos drei verschiedene Auslöser, weil ich Canon, Nikon und Sony Fotografen mit dabei habe. Mir wird mein Sony Auslöser reichen. Also so viel weniger ist es gar nicht, aber den Großteil kriege ich tatsächlich in meine Fototasche. Bis auf die Drohne natürlich, die kommt in den Koffer. Ansonsten bin ich, wie ich finde, mit einem relativ kleinen Gepäck unterwegs. Ich habe halt gerne alle Möglichkeiten offen. Das Typische ansonsten, Speicherkarte, Akkus und so weiter, das muss ich euch, glaube ich, nicht sagen. Wichtig ist eben, finde ich, dass man sagt, Filter, was brauche ich wirklich? Das ist eben nur grau, grau, verlaufen, Pol. Da habe ich wirklich nur das mit dabei. Für die Filmaufnahmen, das habe ich ganz vergessen, habe ich auch noch ein DJI Osmo dabei. Stabilisierte Kamera ermöglicht sehr schöne Kamerafahrten. Also ich kann hier wirklich an Objekten vorbeiziehen. Das ist halt extrem stabil oder auch mal so hinter so einer Mauer vorkommen und so filmen. Das sieht aus wie mit einem Kamerakran gefilmt. Also das sind aber alles Sachen, die habe ich nur dabei, weil ich eben was für meinen Videoblog brauche. Wenn ich privat unterwegs wäre, hätte ich das wahrscheinlich nicht mit dabei. Und ganz, ganz wichtig, ich habe noch einen WLAN-Hotspot. Den habe ich nur für euch dabei. Nein. auch für mich, aber natürlich auch für euch, denn letztes Jahr hatte ich das Problem, die Netzversorgung ist in Namibia ziemlich schlecht. Sie ist angeblich besser geworden, aber wenn man dann mal in der Lodge ist mit WLAN, dann, wenn zwei Gäste drin hängen, ist es dann oft schon wieder vorbei. Also wenn bei uns letztes Jahr die Mädels geskypt haben oder sonst irgendwas und ich habe mich als Dritter oder Vierter angemeldet, weil ich wieder später kam, dann konnte ich fast gar nichts mehr verschicken. Deswegen diesmal ein eigener Hotspot, wo ich meine SIM-Karte kaufen werde am Flughafen. Und dann hoffe ich auch, dass ich euch von unten berichten kann, wie denn die Reise so verläuft. Ich werde es auf verschiedene Art und Weisen tun. Ich versuche auf Facebook immer ein Bild zu posten. Jeden Tag, wenn es mir möglich ist. Ich werde auf Instagram Insta-Stories hochladen, die euch so ein bisschen einen kleinen Behind-the-Scenes-Einblick geben. Und
was ich noch machen werde, ich werde wieder ein Reisetagebuch in Adobe Spark führen und die Page ist schon angelegt und ja, versuche euch auf dem Laufenden zu halten und werde so ein bisschen reinschreiben, was wir so täglich machen. Danach gibt es dann natürlich wieder Vlogs, Making-of-Videos und so weiter. Und jetzt würde ich sagen, genug gelabert. Wenn ihr Fragen habt zum Equipment, dann postet es unter das Video. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, wir hören uns, wir sehen uns und das nächste Mal melde ich mich dann aus Namibia wieder. Bis dann, ciao.